Die Landesregierung sieht sich mit den aktuellen Zahlen des Landesmonitors in ihrer Arbeit bestätigt. Am Dienstag wurde die Auswertung einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Forsa von Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Danach bewerten 88% der Befragten die Entwicklung des Landes seit 1990 positiv. Abgefragt wurde auch die Leistung der Landesregierung. Positive Bewertungen bekam vor allem der Bereich Kinder- und Familienfreundlichkeit. Die dringendsten Probleme im Land wurden von den Befragten mit der Digitalisierung, zu niedrigem Einkommen und der aktuellen Bildungspolitik identifiziert. Interessant ist natürlich hier der Zeitvergleich zu 2017. Hier sieht man, es gibt durchweg bis auf einen Bereich Konstanz oder Verbesserung. Statistisch relevante Veränderungen, vor allen Dingen in puncto Kinder- und Familienfreundlichkeit im Vergleich zu 2017 plus 9 Punkte, die sagen, hier hat sich das Land gut entwickelt, aber auch beim Thema Verringerung der Arbeitslosigkeit plus 11. Der einzige Bereich, der rückläufig ist, ist der Bereich Gesundheitswesen. Hier ist die Bewertung ist der einzige Bereich, in dem die Bewertung etwas schlechter ausfällt als noch 2017. Den Claim des Landes, MV tut gut, halten immer noch 84% der Befragten für passend. Beim Strandkorb als Symbol ist die Zustimmung auf 77% abgesackt.